Hi, willkommen zurück zu Clash Royale. Wir sind beim epischen Sonntag angelangt. Es ist wieder mal eine Woche verstrichen und wir werden uns heute natürlich die feinste Karte anfordern lassen, die es gibt, und zwar die Golem-Karte. Und wir hoffen natürlich, dass wir heute erstmal natürlich diese 4 Golems bekommen. Dann natürlich noch einen weiteren Golem aus irgendeiner Truhe. Wie zum Beispiel der Goldtruhe hier. Aber wie man gesehen hat, hat das Spiel nicht gegönnt, ja. Schade. Was haben wir hier? Ja, 5. Ja. Ja, ja. Gibt es hier irgendwie vielleicht was zu kaufen? Ein Golem oder so? Nein. Vielleicht hier. Nein! Ich bin Drachenbaby. So cool. Er ist überhaupt nicht cool. Wegen dir habe ich jetzt den Golem auf Level 5 verkackt. Danke für gar nichts. Nichtsdestotrotz machen wir heute natürlich auch noch ein paar Duo-Kämpfe, bevor es dann gleich in den Singleplayer-Kampf geht, um... Naja. Seien wir mal bitte ganz ehrlich. Endlich mal ins Elektrotal zu kommen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Das muss doch mal zu handeln sein. Schauen wir mal. Also, aber natürlich muss mir ein einziger Golem fehlen, um auf die 5 zu kommen. Und wer weiß, wann ich jemals wieder mal in den Genuss kommen darf. Ein Golem zu bekommen. Aus einer Truhe oder irgendwie. Mal gucken. Aber müssen wir gucken. Nur mal gucken. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Ja. Ah, das war so klar, das war so klar. Leck mich. Nein. Ich dachte, dass der Knall... Danke, ja. Ohne Witz. Ich dachte, dass der Knall vielleicht den Tower so aushebeln kann, dass wir noch einen Hit landen können. Aber leider wurde das nicht gegönnt, ja. Und ganz ehrlich, Golem schon gut, aber ich hätte jetzt auch ganz gerne mal einen Fünfer mit so 200 Life Points mehr. So, das kann aber nicht so schwer sein. Es kann auch kein Ding der Unmöglichkeit sein. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Und damit ist der Tower K.O. Wunderschön. Well, it's all thanks to the Cranky Kai, well. Ja. Es ist wieder mal sehr lustig hier. Na, gib dir schon auf. Fühlt sich so ein bisschen so an. Hä? So, holen wir mal eben schnell den linken Tower und dann vielleicht gehen wir sogar noch auf die 3 Kronen. Ja. Was natürlich sehr wichtig ist, weil wir noch die Kronentruhe voll zu stopfen haben mit Content, mit Stuff, und die haben aufgegeben. Okay. Alles klar. Dankeschön. Ja, sie haben gleich gewusst, dass sie es niemals schaffen werden, ja. Ja, es ist so lustig. Ah! Ah! Tja, Arschzerstörer. Da haben wir wohl deinen Arsch zerstört. Ja. Welchem Level ist denn die Clan-Truhe gerade? 5? 6? Ich denke, 6 müsste es sein. Ja. Sehr wohl. Und wir sind sogar auf einem guten 13. Platz, 12. Platz. Platz 13 soll es sein. Oh komm, bitte gib mir einen Golem aus der Truhe. Bitte. So, das... Genau, und jetzt bitte eine epische. Nein! Das Spiel vergönnt mir das nicht, ne? Hammerhart. Na gut. Trigger Happy ist auf Trocken am Start. Vielleicht hat sie sogar Lust, ja? Das ist Best Friend. Mein bester Freund. Ja.
dann wollen wir natürlich den Soldaten da hinten vollstrecken. Und natürlich auch Aki. Aki Yukosemas. Otina. Nice. Man kann es sogar sein, dass er nur Legendaries hat. Der Best Friend. Der Name erinnert mich gerade so ein bisschen an etwas. Und zwar kennt ihr Farid Ben und Friend? Die wahren Gentlemans. Daran erinnert mich gerade der Name so. Also Farid Ben und Friend. Man kennt die beiden doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, da hat sich der gute Best Friend eine wunderschöne Scheide von abgeschnitten. Aber ich glaube, der Typ hat halt echt original nur Legendaries. Was geht bei dem ab? Naja, ich sag aber mal so. Legendaries allein sind nicht der Grund, um zu gewinnen, ne? Und bye. Das ist halt echt so. Ich glaube, der hat halt wirklich nur legendäre Karten. Was geht bei dem ab? Was geht bei dem ab hier? Er eskaliert vollkommen. Wir müssen gleich echt mal in sein Deck reingucken, aber ich glaube, er hat wirklich nur legendäre Karten. Läuft bei ihm. Natürlich darf auch da der Funky Bruders nicht fehlen, ja. Showtime, Bitch. Oh, Königsgeist HD. Ja, moin. LOL. Also, da muss ich jetzt erstmal echt mal gucken. Da muss ich jetzt aber auch wirklich mal, da muss ich jetzt aber echt mal lachen. Ich habe mir ganz viele legendäre Karten gekauft. Auf welchem Niveau ist er denn? Trophäenmäßig. Auf 3400. Ja, läuft. Auch so mit Legendären zu schaffen, krasse Leistung. Und jetzt sind sie alle online. Jetzt gerade, wo ich meinen Doppelkampf mache, ist klar. Dann lass es aber voll auf die Kacke hauen. Ah, da ist wieder ein Clash Royale Typ unterwegs, der sich Anthrax genannt hat. Darf natürlich nicht fehlen, auch heute wieder mal einen gegen einen Clash Royale YouTuber zu spielen. Anthrax, ne? Wir kennen ja die ganzen Clash Royale X YouTuber bei Namen, ganz klar. Ja. LOL. Okay. Was auch immer das Doppeln jetzt gebracht hat, aber okay. Autsch. Autsch. Ja, natürlich. Valkyren, klar. Grabstein brauchen wir nicht. Da hat der Knall schon ausgereicht. Hm.
Aber wenn ich so diesen Namen lese, kann ich mir schon echt so gut vorstellen, so. Hallo Leute, mein Name ist Antra X und willkommen zu einer weiteren Folge von Clash Royale. Oh, la 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 la. So in diesem Dreh kann man sich das vorstellen. Und jetzt holen wir auf. Let's go. Und auch noch am Tower dran. Natürlich. War ja auch mein Golem. Jawohl. Oh, der Klonzauber ist so geil. Ich sollte ihn auch ins Deck reinpacken, ganz ehrlich. Lol. Hat euch wohl nicht so viel gebracht. Ja, ich bin verärgert. Ja. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. Antra X, willkommen. Ja. Nice, Tendo. So, komm. Ein Doppelkampf noch. Und dann geht's in den Einzelkampf. Und dann gucken wir mal, dass wir doch endlich mal Arena 11 erreichen. Ja. Butterfly und... Noah. Wisst ihr, neben dieser ganzen Clash Royale, oh Gott, Aufnehmerei, geht natürlich auch mein Akku auch dementsprechend hier und da mal leer. Und nicht nur das. Ich habe hier und da auch mal mit dem ein oder anderen Hunger zu kämpfen, ja. Und zwar, ihr müsst wissen, ich bin momentan so ein bisschen in der Zwickmühle. Und zwar, naja, ihr müsst wissen, damals vor einem Jahr war es noch so, dass ich so ein richtiger, ja, wie sagt man so schön, ich war ein Maggi-Ravioli-Suchti, ja. Hab's aber natürlich immer breit getreten und erzählt, ja, natürlich, dass jeder es mitbekommt. Aber heute hat sich diese Lage so ein bisschen geändert. Ich wurde ein wenig kulinarisch, aber auch nur ein wenig. Und zwar bin ich momentan so ein bisschen der Kartoffeln mit Sauce Hollandaise und Spargel-Typ. Auch wenn nicht mal Spargelsaison ist, aber irgendwie bin ich da momentan auf einem sehr, sehr kulinarischen Trip. Das möchte ich mal hier an der Stelle festhalten. Ja, los! Ich denke mal, gegen diese Leute wird keine Chance sein. Ja, ich meine, Elektromagier und Megaritter. Da muss man nichts zu sagen. Da ist schon alles zugesagt. Der Grabstein hat uns gerettet. Er hat uns den Arsch gerettet, kann man schon fast so sagen, ne? Los, Brudingos! Okay, Towers geholt. Nice, nice, nice. Ja! Nice HD. Ja. Geh doch immer rechts, Alter. Wenn jetzt gleich der Mega-Ritter und Elektromagier, ja, wie man sehen kann, kommt, dann
Ich will mit sagen, es wäre schlau gewesen, über rechts zu gehen. Und das ist die richtige Entscheidung, denn das ist höchstwahrscheinlich der Sieg, wenn jetzt kein Mega hat. Aber wir haben trotzdem gewonnen und das ist noch auf jeden Fall, ja. Hätte nicht gedacht, dass wir das gewinnen, Alter. Geil. Gut, Einzelkampf. Let's go. So, womit fange ich an? Mit der Kobold-Gang? Ja. So, dass er nicht rausschießen kann, was ich jetzt gerade taktisch machen möchte, ne? So, Tower schon ein bisschen vorgedamaged. Auch wenn natürlich nicht allzu geil, aber hey. So, der ist auch weg. Ich denke nicht, dass der Magier trotzdem eine Tower kommt. Ja, natürlich. Und wenn halt auch ein Megaritter da ist, dann darf ja auch der Elektromagier nicht fehlen. Ne? Wir kennen ja das Starter-Pack. Das Starter-Pack des Cringes und so, ne? Und so gibst du halt sehr viel Elixier aus. Für gar nichts. Ne? Aber es ist ja auch ein Megaritter-Deck. Also da kannst du auch nichts machen dann gegen, ne? Das ist halt so. Vor allem, wenn man auch nur Magier, Prinzessinnen hinlegen kann, wie, naja, Hasun halt, ne? Wo dann auch nichts gegen zu machen ist. Ja, sehr schön gemacht, sehr schön geknallt, Alter. Auch wenn er trotzdem jetzt einmal in eine Tower rankommen wird, oder zweimal, glaube ich sogar. Ja, also, ich weiß nicht. Natürlich trifft er den Tower. Oh, Gott sei Dank nicht. So, was ist das für ein Hurensohn, Alter? Kannst du nichts anderes, du Bastard? Was kann man denn für ein Spasti sein? Kann nur die Prinzessin legen. Was für ein Bastard. Er kann halt auch nichts anderes, ne? Jetzt kommt er wieder mit Megaritter an. Klar. Ist halt der größte Hurensohn, ne? Muss man halt auch nichts zu sagen, ne? Größter Hurensohn. Muss man gar nichts zu sagen, halt. Ist halt Megaritter Hurensohn, ne? Naja, ne? Ja, deine Mutter ist nicht schlecht, du Hurensohn. Deine Mutter ist nicht schlecht. Naja. Naja, ne? Kannst halt nichts machen. Da ist halt nichts zu machen. Naja. Halt wieder die nervigsten Haarsöhne heute wieder gehabt, ne? Die es auf diesem Planeten gibt. Die nervigsten Haarsöhne. Na, natürlich. Infernoturm Haarsohn. Gibt's ja auch nichts anderes auf der Welt, womit du einen nerven kannst, als mit einem Infernoturm, wenn man so ein richtiger Infernoturm Haarsohn ist, ne? Aber in Ordnung, ne? Ist halt nichts Neues. Kann man halt auch nur mit einem Infernoturm rumnerven, ne? Naja, ja, ja, deine Mutter. Deine dreckige Mutter.
Was für ein Hasen, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. So, aber so viele Lufttruppen hat er eigentlich gar nicht. Also kann ich theoretisch mit dem Golem sogar rankommen. Ja, aber natürlich Inferno-Drache, nerviger Bastard. Natürlich trifft das nicht den Tower. Ist klar, warum sollte er dieses Dreckspiel auch gönnen? Ah, ist halt nichts Neues, ne? Da ist halt nichts Neues zu machen, ne? Ist halt nichts Neues, ne? Aber okay, ne? Naja. Naja, 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 naja. Komm, Golem. Genau. Immer schön hinter... Nein, was soll der Scheiß? Alter, ist das dein dreckiger Ernst, Mann? Meint er das jetzt gerade ernst? Ah, oh mein Gott. Und wenn wir halt nur stückelmäßig vorankommen, dann ist das halt eben so. Ich meine, wenn man auch nichts legen kann außer den Inferno-Tower, dann ist man sowieso der größte Ha-Sohn auf diesem Planeten. Ne. Wir müssen einfach nur diesen Push aufbauen, bestehend aus Magier und, so weiter. Und dann passt das auch. Ja, kannst auch nichts anderes außer dein scheiß Inferno-Turm, ne? Dreckiger Penner. Genugtuung. Genugtuung. Gerechtigkeit siegt, Alter. Gerechtigkeit siegt. Hooray! Spaß, Alter. Gut, wir haben es geschafft. Nice HD. Geile Sache. Auch absolut verdient. Absolut verdient, muss man sagen. Absolut verdient. Ne, also, wenn man gegen solche Leute spielen muss, die halt nichts anderes können, außer mit dem Inferno-Turm zu spielen, dann muss ich halt taktisch so umgehen, dass ich erstmal den Golem lege, dann dahinter den Funky und dann natürlich den Magier und alle anderen Truppen und so, ne? Hast verdient. Wie hieß du nochmal, du Spasti? Hunter. Glückwunsch, du Spasti. Macht's gut, haut rein, ciao. Ha, Elektroteil, geil. Verdient.